Bruno Körner und Stefan Fischer machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Vortrags Stärke statt Macht. So. Wir hatten vor der Pause gesprochen über Präsenz, über die Geschichte des Konzeptes der neuen Autorität und über die Logik des Konzeptes. Und wir werden nach der Pause das Konzept der wachsamen Sorge vorstellen mit praktischen Beispielen aus Schule und die Wiederherstellungsmöglichkeiten Präsenz über die Haltung und Handlungsaspekte. Und wir starten mit dem Konzept der wachsamen Sorge. Wurde notwendig in der Zeit, als es an Schulen die Gefahr und die Not gab und die Angst gab, dass Amok passiert. Und wie war die Überlegung, wie kann in einem System eine wachsame Sorge, ein Sensor eingebaut werden, um rechtzeitig Unterschiede und gefährliche Situationen erkennbar zu machen? Und die Grundidee war zu überlegen, und man hat nachgeschaut, was machen denn Systeme und Familien, bei denen es gut läuft, beziehungsweise wenig psychosoziale Probleme auftauchen. Wenn ich Sie fragen würde und Sie ganz einfach denken, dann kommen Sie auf, die sprechen miteinander. Die sind regelmäßig im Kontakt, die sind im Austausch darüber, was läuft gut und was läuft schlecht. Und die Personen, die die Verantwortung haben, haben einen Austausch darüber, wer hat wen im Blick, sodass alle Beteiligten im Fokus derer sind, die quasi im Schutz sind. In der Jugendhilfe hatten wir lange Zeit die Idee, dass die Krise quasi die Teamsitzungen organisiert. Kritische Situationen haben die Besprechungszeiten organisiert. Das ist an Schule ähnlich und das ändert sich über das Konzept der wachsamen Sorge. Konzept der wachsamen Sorge im Grundzug ist so, es gibt drei Stufen der Aufmerksamkeit. Die erste Stufe ist die offene Fokussierung. Das heißt, es gibt Gespräche, man hat so den Finger am Puls. Es ist ein regelmäßiger Austausch, Nachfragen und man weiß über das, wie es jemand geht und regelmäßig Absprachen. Die zweite Stufe ist eine fokussierte Aufmerksamkeit. Fokussierte Aufmerksamkeit in dem Moment, wo ich einen Unterschied wahrnehme, wie jemand zur Schule kommt, wie jemand denkt, wie jemand in meiner Wahrnehmung auftaucht, dann erhöht sich meine Aufmerksamkeit. Das sind direkte Ansprachen. Wie geht's dir? Was machst du? Ich erlebe dich in den letzten Tagen eher müde. Wie geht's dir denn? Und wenn das nicht ausreicht, dann gibt es eine dritte Stufe, die beginnt immer mit der Überlegung, wer oder was braucht Schutz. Schutz etablieren, und das sind einseitige Maßnahmen, da wird nicht mehr viel gesprochen, sondern gehandelt und Maßnahmen umgesetzt. Genau, und diese Maßnahmen, was dort alles im Repertoire vorhanden ist, auf welcher Ebene man was tun kann, welcher Aspekt Berücksichtigung findet, wird im Folgenden beschrieben. Das Konzept, das Ankerkonzept der wachsamen Sorge ist erweitert worden ja durch Heim auch, deswegen nicht in so ein Chaos zu geraten, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, erst dann zu reagieren, sondern schon, wie Bruno es gerade gesagt hat, zu gucken, auf welcher Stufe sind wir gerade, wir beobachten hier eine Situation und was können wir da tun. Und ein Beispiel, Vandalismus an Schulen, ist ja jetzt nicht so unbekannt, findet ja immer mal wieder statt, wird sich jetzt als Beispiel, ich sortiere das gleich in die wachsame Sorge ein, auf welcher Stufe wir gehandelt haben an der Schule, wird sich wie ein roter Faden jetzt bis zum Schluss des Vortrages mit einer Schulankündigung durchziehen. Und an welcher Stelle wir bei welchem Haltungs- und Handlungsaspekt gehandelt haben, da werden wir uns immer wieder drauf beziehen. Also wir haben 2016 mit massivem Vandalismus bei uns an der Schule zu tun gehabt. Die Spülkästen wurden abgetreten, die Türen der Toiletten wurden aus der Verankerung gerissen, Schmierereien,
Im Kellerbereich wurden quasi die Abtrocknetücher wurden runtergeschmissen, in der Mensa die Stühle von den Tischen geschoben, immer wieder. Und wir haben überlegt, was ist denn hier los? Das zog sich über 2-3 Monate hin. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, wir haben nicht herausgefunden, wer es war. Wir haben aber, wir waren so auf Stufe 2, wir haben uns gegenseitig abgesprochen, was habt ihr beobachtet, wer hat was wahrgenommen. Und wir sind dann in einer Dienstberatung, haben wir gesagt, wo sind wir denn hier bei der wachsamen Sorge? Wir sind auf Stufe 3, wir brauchen eine einseitige Maßnahme. Und diese einseitige Maßnahme war dann diese Schulankündigung, die zum Schluss nochmal vorgestellt wird. Erstmal so als Marker. Ja, und was sind jetzt die Haltungs- und Handlungsaspekte? Taucht ja als Folie immer wieder auf. Und was ist die wachsame Sorge drumherum, wie so eine Wolke, die schwebt so über alle Aspekte. Und da wandern wir jetzt mal durch. Und die wachsame Sorge wäre praktisch die strukturelle und die emotionale Vorbereitung auf die Situation. Da wird eine Lehrperson, die nach dem Konzept der wachsamen Sorge arbeitet, würde sich, bevor das Schuljahr beginnt, schon vorbereiten, welche Kinder kommen zu mir in die Klasse, welche Personen gehören da mit dazu, welche Themen werden mich organisieren und wie wäre es hilfreich, den Schulalltag zu strukturieren. Also eine präventive Maßnahme, auch präventiv für Pädagogen im stationären und teilstationären Bereich oder ambulanten Bereich. Haltung, Entscheidung und Werte. Vertrauen ist die Bereitschaft, das Risiko einzugehen, anderen gute Absichten zu darstellen. Niklas Luhmann. Wir haben diesen Handlungsaspekt eingeführt, weil wir in der Arbeit gemerkt haben, es bedarf einer Entscheidung der Erziehungsverantwortlichen, auch die Verantwortung zu übernehmen, auszusteigen aus destruktiven Situation und die Verantwortung zu übernehmen zur Wiederherstellung von Beziehungen und zur Wiederherstellung von Räumen, die ein gutes Miteinander wieder ermöglichen. Das heißt, ich bin da, ich weiß, ich kann dich nicht kontrollieren, aber ich kann mich kontrollieren. Ich muss nicht gewinnen, aber beharrlich sein. Ich bin da in einer Art und Weise, die es ermöglicht, wieder in Kontakt zu kommen. Und ich weiß, es gibt wechselwirkungsbedingte Wirkzusammenhänge. Schöne Beschreibung, das ist die Konsequenz aus systemischem Denken. Der Mensch lebt nicht allein zusammen, hat ein Kollege aus Weinheim mal gesagt. Das heißt, die Verantwortung von systemischem Denken, dass die wechselwirkungsbedingten Wirkzusammenhänge auch Auswirkungen auf das Verhalten und die Haltung von Erwachsenen und Erziehungspersonen, Lehrpersonen, also die Verantwortung da zu übernehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine humanistische Grundannahme. Die humanistische Grundannahme ist, man geht davon aus, der Mensch ist prinzipiell erstmal gut. Verhaltensweisen sind motiviert über Bedürfnisse bzw. nicht befriedigte Bedürfnisse. Dieses Wissen und diese Haltung ist notwendig, um Person vom Verhalten zu trennen oder das Verhalten von der Person. Das heißt, jemand ist nicht aggressiv, sondern er verhält sich nur so. Weil wir wissen, in Systemen und egal in welcher Größe das ist, passiert ein ganz schwieriges Phänomenologie. Wenn längere Zeit schwierige Verhaltensweisen auftauchen. Und jetzt mal angenommen, er wäre, stellst du dich mal dahin? Er wäre ein Jugendlicher und Sie wären die Lehrperson. Und jetzt können Sie es ihm gut im Blick behalten. Wenn jetzt aber schwierige Verhaltensweisen auftauchen, die über einen längeren Zeit da sind, gehst du noch ein Stück zurück? Dann kann es sein, dass sich da was vorne wegstellt. Und das sind, nehmen wir an, ich wär die Verhaltensweise, die als kritisch und schwierig beschrieben ist. Was ist der Unterschied, wenn ich Sie jetzt fragen würde? Das Verhalten überdeckt und es ist kein Blick mehr möglich, wenn man in dieser Position bliebe. Und von der humanistischen Grundannahme wissen wir, es gibt möglicherweise sogar noch ein Bedürfnis da hinten, was diese Verhaltensweise motiviert. Das Bedürfnis. Wir wissen, dass bei vielen
Kindern, die sehr nach außen, sehr machtorientierte Verhaltensweise, so Störung des Sozialverhaltens, sagen die Mediziner, hinten das Bedürfnis Angst, beziehungsweise das wäre das Gefühl und Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur und Halt ist. Das heißt, wenn wir darauf reagieren, können wir auf das Verhalten Einfluss nehmen. Dieses Wissen ermöglicht uns zu sagen, ich kann dieses Verhalten nicht akzeptieren, weil mein Ansinnen ist, wieder in Kontakt mit der Person zu treten. Protest gegen die Verhaltensweisen bei gleichzeitig, ich will in Kontakt sein und ich werde dafür sorgen, wieder in Kontakt kommen zu können. Weil was wissen wir von der Neurobiologie? Wir Menschen sind Beziehungsjunkies. Wir sind abhängig von stabilen Bezügen, von stabilen Beziehungen. Und wenn wir die haben, dann können wir uns organisieren, dann können wir wachsen, dann können wir gesund leben, dann können wir lernen. Ja? Genau vor dem Hintergrund sind aber doch alle Sanktionen dann, die darauf abzielen, Schüler und Schülerinnen auszugrenzen, der Schule zu verweisen, der Klasse zu verweisen, die nicht vor dem Hintergrund nur einer kurzen Auszeit gedacht sind, kontraproduktiv, weil das wirklich auch das Gewaltpotenzial im Kind, im Jugendlichen sehr stark hochkochen lässt. Oder ist das anders? Exakt, genau. Ja. In der Sanktionsforschung und Kriminalitätsforschung, Ralf, du kannst es ja vielleicht auch bestätigen, strafenden Charakter, also eine Reaktion auf ein, was wir als schwierig einschätzen, mit Strafe oder Sanktionen zu beantworten, führt eher dazu, dass es Angst auslöst und Angst ist kein guter Begleiter zum Lernen oder dass die Person beim nächsten Mal besser aufpassen muss, nicht erwischt zu werden. Ganz genau. Aber eine Verhaltensveränderung, so wie wir es uns wünschen, wird sehr, sehr unwahrscheinlich passieren. Und wollen wir Menschen haben, die angepasst sind, aber dabei Angst haben, von uns weiter bestraft zu werden? Ne? Also ist ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Welches Leben, welches Thema wollen wir in die Welt bringen? Und wie wollen wir in der Gesellschaft eigentlich miteinander sein? Also gerade in der heutigen, jetzigen Zeit. Es gibt viele Studien, die das bestätigen, dass die Menschen nichts lernen. Durch Strafen lernt man nichts. Man macht vielleicht manche Sachen nicht mehr oder geschickter, aber man lernt dann nichts. Das muss man wissen. Und wenn wir, Jochen Bauer in dem Buch Lob der Schule beschreibt, dass wenn die Beziehung so ist, dass meine Beziehung zu mir wertschätzend ist, dann hat es Auswirkungen auf den Lernerfolg. Wenn meine Beziehung zu den Gleicherwachsenen, wenn die wertschätzend ist, dann hat es Einfluss auf den Lernerfolg. Wenn meine Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen wertschätzend ist, zumindest nicht abwertend, dann hat es Auswirkungen Und zu den Eltern, ich habe sie zu den Erwachsenen, dann hat das Auswirkungen. Das würde ja bedeuten, wenn man nicht so über sich, über die anderen und im Miteinander denkt, würde man billigend in Kauf nehmen, Lernatmosphären aufrechtzuerhalten, die nicht hilfreich sind für die Kinder. Wichtig, das sagen die Neurobiologen. Und die Forschungen, Hattie-Studie, Beziehung der Lehrer, der wichtigste Faktor. Die Forschung und die Studie, die zu dem verhaltensorientierten Programm Start Now geht, beweist es, Strafen lernt man nichts, man lernt über Beziehungen, über gute Kontakte und über sichere Orte. Das sind die Notwendigkeiten, um lernen zu können. Gut. Ja, und wenn wir Zeit hätten, würden wir Sie jetzt in den Frageprozess bringen, über was sind denn eigentlich meine Werte, die mir in meiner Arbeit wichtig sind, in meiner pädagogischen didaktischen, sozialpädagogischen, therapeutischen Arbeit. Das können 5 Werte sein, das können 10 Werte sein, das ist völlig egal. Und dann geht man in den Austausch mit dem Kollegium, mit dem man arbeitet. Das kann das gesamte Kollegium sein, das kann die Stufen sein. Und dann einigt man sich auf Werte, die wir hier haben wollen, die uns wichtig sind in der Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Das mag ja vielleicht noch irgendwie so gehen, Werte zu finden, aber die entscheidende und spannende Frage ist dann dabei, was tun wir denn ganz konkret, dass diese Werte sichtbar werden? Eine schulfremde Person kommt in ein Schulgebäude, du hast die Atmosphäre angesprochen und man ist dann auf einmal da und spürt irgendwas, ja, hier wird das, was als Wertekanon so schön plakativ auf einer Homepage im Schulprogramm steht, hier ist es auch spürbar, hier wird es auch umgesetzt. Und genau das, was ich jetzt kurz kommentiert habe, haben wir gemacht. Wir haben als gesamtes Kollegium uns einen halben Studientag Zeit genommen, 6 Stunden
externe Unterstützung und hat uns genau in diesen Prozess gebracht. Wir haben 7 Teams, 10 Personen denken lassen, haben dies zusammengebracht. Dann ist daraus ein Wertekanon entstanden. Und wir sind total froh und zufrieden, dass die Würde so zentral als einer der wichtigsten Aspekte sichtbar ist. Und da einen kurzen Exkurs, es ist ja nicht mehr so weit bis nach Freiburg, aber wir arbeiten mit Dr. Stefan Marx auch eng zusammen. Wie kann in Schule ein Raum der Würde hergestellt werden? Also wie kann für 4 Grundbedürfnisse, das sind die zentralen Grundbedürfnisse, die eine Rolle spielen, um einen Raum der Würde herzustellen. Das ist die Anerkennung. Das ist die Zugehörigkeit. Ich bin Teil einer Gruppe. Ich werde nicht ausgegrenzt. Es braucht den Schutz. Also Kinder, die Schule als sicherer Ort, sich sicher fühlen, lernen können, entspannt lernen können. Und die Integrität. Und die Integrität meint, dass das, was mein Wertesystem ist, sich in meiner Handlung widerspiegelt. Und wie viel von dem, was das Schulprogramm sagt, was ist mein Auftrag, fühle ich mich vielleicht als Lehrperson in meiner Integrität eher behindert, weil ich soll noch das machen, ich soll noch das machen und dann soll ich ja das noch machen. Ich komme ja gar nicht mehr dazu, weil ich mit vielen anderen Sachen beschäftigt bin. Ein Wert fehlt. Was denkt ihr? Wenn man mal so durchwandert. Da ist eine Meldung. Ah. Ja, wie man so sieht, das subsumiert sich ja, das kann man zuordnen. Der Aspekt taucht auf, aber der war woanders. Bei der Anerkennung taucht der da auf. Das ist der Humor. Der Humor fehlt. In Schule fehlt der Humor. Und damals waren wir noch nicht in der Lage, als Team zu entscheiden, den Humor dort zu platzieren. Wir machen aber gerade in den Teams eine neue Abfrage und unser Schulleiter sagt, ich brauche unbedingt diesen Humor. Es soll auch Spaß machen, das soll eine Leichtigkeit sein. Und wir sind gerade dabei, das neu zu gestalten. Das war der erste Handlungsaspekt, Haltung, Werte, Entscheidung, der dient, die Präsenz wieder zu stabilisieren, wenn sie unsicher wird. Der nächste Punkt ist Selbstführung und Deeskalation. Und wenn Sie sich erinnern, wo dieses Konzept herkommt für hocheskalierte Systeme, dann war die erste Aufgabe, die Fähigkeit und die Möglichkeit herzustellen, auszusteigen aus eskalierten Situationen. Und da gab es zwei handlungsleitende Prämissen. Das eine war Prinzip des Aufschubs. Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Dieser Satz, der wurde gewählt, weil er hilfreich ist in hocheskalierten Situationen, in Stress, kann man sich solche Sätze merken, die scheinbar verdreht sind. Und im Stress sich zu erinnern, das Eisen schmieden, wenn es kalt ist, ist mein Eisen denn gerade kalt oder ist es noch glühend? Dann eher Eisen schmieden, wenn es kalt ist. Und es gibt viele, kann man das verstehen? Prinzip des Aufschubs. Ja, in der normalen Schmiede, es gibt viele Schmiedetechniken, viele japanische Schwerter sind kalt geschmiedet. Also von der Technik her geht es. Und ich habe in meinem früheren Leben Stahlbauschlosser gelernt und da haben wir auch darüber diskutiert und haben auch heiß geschmiedet. Aber dieser Spruch hat mit dem Schmiedevorgang eigentlich nichts zu tun, sondern eher, dass man, wie wir jetzt darüber diskutiert und das intern und sich das darüber merkt. Das war die Idee in der hocheskalierten Situation, sich so einen Spruch merken zu können. Und die Erfahrung zeigt, das funktioniert ganz gut. Man kann sich sowas merken. Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Das sind so Sätze, die bleiben da. Das Prinzip des Aufschubs bedeutet, als Pädagoge und als Eltern die Erlaubnis zu haben, darüber zu denken. Ich habe gehört, ich habe gesehen, ich weiß noch gar nicht, mit welcher Stimme ich antworten werde. Weil wenn ich jetzt antworten werde, ist das eine Art und Weise, die mir möglicherweise nicht gefällt. Also die Erlaubnis zu haben, nicht sofort reagieren zu müssen. Um in der Pädagogik, das war lange so, du musst sofort reagieren, nur dann bist du ein guter Pädagoge, sondern die Erlaubnis zu haben, ich denke darüber nach. Und ich komme darauf zurück, in Beziehung zu bleiben, dass der Kontext bleibt und der Kontakt bleibt. Wir werden uns besprechen und wir werden darauf zurückkommen. Ja, kannst du es nicht alleine entscheiden? Doch, das könnte ich. Aber ich entscheide mich, darüber nachzudenken.
Erwachsene denken oft über wichtige Dinge nach und du bist uns ein wichtiger. Prinzip des Aufschubs und das andere Prinzip war das Prinzip des Nicht-Hineingezogen-Werdens. Prinzip des Nicht-Hineingezogen-Werdens, stellen Sie sich mal vor, Erwachsene haben hier so Knöpfe und hinter diesen Knöpfen sind mächtige Gefühle etabliert. Und Sie als Lehrer haben die auch, als Lehrerin haben die auch, Pädagogen haben die, Eltern haben die. Und durch Drücken dieser Knöpfe wird diese Emotion ausgelöst. Und über diese Auslösen dieser mächtigen Emotion steuern Kinder die elterliche, die lehrerliche Präsenz. Was sind mächtige Gefühle? Wut, Ärger, Scham, pädagogischer Größenwahn. Ja. Oder Hilflosigkeit. Und das Bewusstmachen dieser Knöpfe, wie machen das die Kinder in der Klasse? Wie werden diese Knöpfe gedrückt? Und vor allem, wie kann ich mich dagegen bewusst machen, dass ich rechtzeitig reagieren kann? Stellen Sie sich mal eine Situation in Ihrem beruflichen Alltag vor, wo Sie hineingezogen worden sind. Und stellen Sie sich die Situation sehr konkret vor. Was genau ist da gelaufen? Wie war's? Hat Ihr Gegenüber, welche Worte hat er gesagt? Wie hat er die Worte gesagt? Sind es die Worte, die das auslöst? Oder ist es der Klang der Stimme, die Melodie? Oder war es der Ort? Oder war es Ihr Zustand, als Sie das gehört haben? Ganz konkret sich vorstellen. Und was passiert in dem Moment, wo Sie das gehört haben? Welches Gefühl kommt? Wie kommt dieses Gefühl zu Ihnen? Von links, von rechts, von innen nach außen, von oben nach unten. Wie beginnt das? Es sind meistens nur ein Gefühl, es sind mehrere Gefühle. Ja, ein ganzes Ensemble, ein ganzer Chor von Gefühlen. Und was hat, wenn diese vielen Gefühle kommen, was hat das für Auswirkungen auf Ihren Selbstwert? Was passiert mit Ihrem Selbstwert? Macht er Pause? Geht er in Urlaub? Nach oben, nach unten? Geht er zur Seite? Und was hat das für Auswirkungen auf Ihr konkretes Handeln? Das ist ja die Situation. Und wenn Sie sich dann vorstellen würden, Sie hätten die Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt zurückzugehen, wo Sie noch die Entscheidung treffen könnten, wie Sie reagieren. Jetzt, wo Sie diese Situation vor Augen haben, um dann zu überlegen, was würde Sie unterstützen, nicht hineingezogen zu werden. Wir fangen dann sprachlich an zu sagen, das ist eine Entscheidung, eine Einladung. Eine Einladung impliziert, ich kann sie annehmen oder ablehnen, wenn ich sie denn wahrnehme. Die Achtsamkeit, darum geht es. Nicht, dass wir Pädagogen als Roboter durch die Gegend laufen. Ich habe das gehört, ich werde darüber nachdenken, ich komme darauf zurück. Sondern dass wir uns dessen bewusst sind, dass die Kinder müssen ja mitkriegen, worüber ärgern wir uns, wie ärgern wir uns, wie freuen wir uns, wie regulieren wir uns aber auch, sodass wir sehr attraktiv sind. Sie hatten sich gemeldet, ist schon länger her, oh, der Gedanke ist schon weg. Gut. Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Gibt es dazu Fragen? Und da steht ja so PEP da. Was ist eigentlich PEP? Prozessorientierte und Embodiment-fokussierte Psychologie. Dr. Michael Bohne. Habe ich sechs Tage in Hannover erlebt. Absolut spannend. Und er hatte so eine schöne Metapher, wenn es um diese Gefühle geht. Ich gebe dir die Fernbedienung über meine Gefühle. Und hier hast du noch eine große Kiste mit Batterien, falls die Fernbedienung alle sein wird. Und wir werden ständig angedrückt. Und meine Überlegung ist ja, gebe ich überhaupt anderen die Fernbedienung über meine Gefühle? Oder wie schaffe ich es? Und eine Lehrerin hat mal zurückgemeldet, die Person, die hat mich gerade richtig angetriggert. Und ich habe gemerkt, ich bin richtig wütend und sauer geworden. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich möchte unbedingt meine Wut der Person zurückmelden. Dieser Vergeltungsgedanke, wie tief schlummert in uns auch so eine Rachefantasie? Und das hat Haim Omer im Buch Psychologie der Dämonisierung, Feindbilder, ganz schön beschrieben, wie wir doch so noch dem unterliegen, dass der andere Gleiches mit Gleichem vergelten. Und da auszusteigen und Optionen zu haben, anders zu reagieren, um die Beziehung zu sichern oder wieder zu stabilisieren und herzustellen.
Wir kommen zu dem Aspekt Transparenz, Öffentlichkeit. Da müsste eigentlich stehen, notwendige und nützliche Öffentlichkeit. Weil es ist nicht Facebook gemeint und nicht ProSieben gemeint, sondern es sind die Leute und die Personen gemeint, die hilfreich und notwendig sind. Was wissen wir über Phänomene? Wenn in einem System über längere Zeit psychosoziale Probleme existieren, dann reduziert sich die Anzahl derer, mit denen man darüber spricht. Anders formuliert, der Nährboden für Gewalt in der Familie ist Isolation. Und diese Isolation wieder aufzuöffnen, ist notwendig, um Schutz zu etablieren, die pädagogische Handlung zu sichern, weil sie von allen getragen wird, und Transparenz herzustellen. Genau, und Stefan Ofner spricht auch gerne, der ist beim INA-Institut in Österreich aus dem NENA-Netzwerk, das wurde ja vorhin kurz angesprochen, der sagt sogar partielle Transparenz. Es muss nicht sofort die Schulaufsicht Bescheid wissen, was ich hier in meiner Klasse erlebe, aber wer soll im Sinne meiner Präsenz, meines Kontaktes mit der Klasse, mit dem Schüler, mit der Schülerin davon Kenntnis haben? Und das Beispiel mit dem Vandalismus, als wir diese Schulankündigung dann geschrieben haben, es ging eine Kopie dieser Schulankündigung an jedes Elternhaus. Also alle Eltern haben wir die Entscheidung getroffen, wir stellen uns dieser Gewalt, wir haben diese Gewalt und die Kinder reden ja eh darüber. Die reden mit den Eltern, die reden mit dem großen Bruder und die Eltern und die um Schule herum wollen ja wissen, ja, was machen die denn jetzt konkret? Und da gut zu überlegen, wer sollte davon Kenntnis haben. Also nicht Gewalt zu vertuschen und dem Teppich zu kehren, sondern zu sagen, ja, wir haben hier Gewalt, aber wir haben eine Idee, wie wir dem Phänomen begegnen können. Die Bekanntmachung des eigenen Handelns, das würde ja für Pädagogen bedeuten, sie kündigen, wenn Kinder in die Schule kommen, wenn Kinder in pädagogische Einrichtungen kommen, sie würden sagen, wie arbeiten wir, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Was machen wir, wenn es kritische Situationen gibt? Wer wird mit wem sprechen? Wie ist unser Vorgehen? Wie ist unsere Idee von Erziehung? Wie ist unser Wertekanon? Der wäre ja von vorneweg transparent. Das Konzept dazu ist wachsame Sorge. Man braucht natürlich das Erlaubnis von allen Beteiligten, dass die pädagogischen Handlungen transparent sind. Ich arbeite im ambulanten Bereich und da ist es so, bevor die Maßnahme beginnt, werden die Eltern eingeladen zu uns ins Team und der Pädagoge stellt erstmal sein Unterstützernetzwerk vor, seine pädagogischen Maßnahmen vor, dass das von vornherein klar ist, um eine Entscheidung zu treffen, sich auf die Maßnahme einzulassen. Das ist genauso im stationären Bereich und die Schulen, die so vorgehen, würden das genauso tun. Was tun wir, wenn es gut läuft? Wir informieren uns rechtzeitig. Ich werde Sie regelmäßig anrufen, um Ihnen mitzuteilen, was gut läuft. Und ich würde Sie bitten, dass Sie Ihren Eindruck als Mutter, als Eltern mir mitteilen, sodass wir regelmäßig im Austausch sind und darüber Bescheid wissen. Erste Stufe der wachsamen Sorge, Transparenz, dass alle wissen, wie gerade die Stimmung, die Atmosphäre ist. Ein wichtiges Thema, Datenschutz. Kennen Sie das Thema Datenschutz? DSGVO. Ja, wir hatten neulich mit einer Schule zu tun, wo der Richter verboten hat, dass in der Klasse besprochen wird, das Thema Mobbing, wer daran beteiligt ist. Das gibt es auch. Und dann haben die Eltern entschieden, okay, dann gehen wir in einen Raum, wo kein Richter uns vorzuschreiben hat, wer mit wem darüber sprechen kann. Weil die Kinder sprechen sowieso. Das kann ja niemand verbieten, kann ja niemand verhindern. Nur offiziell konnte das nicht geöffnet werden, wurde da nicht geöffnet, dann hat man es an einer anderen Stelle, um wieder Sicherheit für alle Beteiligten etablieren zu können. Aber das ist ein wichtiges Thema zum Thema Datenschutz und transparentes Vorgehen. Unterstützung, Netzwerke, systemische Präsenz. Altes afrikanisches Sprichwort, creating the village, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und wenn man Schule so als Dorf betrachtet, da gibt es ein Buch, Lob den Lehrerinnen, oder so
wo eine Potsdamer Schulleitung berichtet, was sie eigentlich getan hat, um Schule als Dorf zu generieren. Die hat zum Beispiel diese Stufen aufgelöst. Die hat gesagt, okay, jede Stufe, jahrgangsübergreifendes Lernen, 1, 2 ist zusammen, 3, 4 ist zusammen und 5, 6 ist zusammen. Das gibt nicht so eine Stufe, Stufe 5, 6, Stufe 3, 4, sondern die hat ein Dorf generiert und da gab es dann unterschiedliche Zusammenkünfte und Ereignisse, wo die Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse zusammengekommen sind und Begegnungsräume hatten. Also sie hat sich Gedanken gemacht, wie kann man das auflösen, wie kann man Schule neu denken und die ist damit auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Die kann man auch besuchen, die Montessori-Schule dort in Potsdam. Die Idee von Unterstützung ist eng geknüpft mit dem Aspekt der Transparenz. Und das würde bedeuten, dass die Erwachsenen Unterstützernetzwerke haben und die Kinder und Jugendlichen Unterstützernetzwerke. Das heißt, die Idee zu haben, ich muss es nicht alleine machen. Und gleichzeitig ist Unterstützung ein wichtiger Aspekt, weil wir wissen mittlerweile, und das hat Heim, ich weiß gar nicht, am Vortrag oder in welchem Buch das beschrieben ist, was wir wissen ist, wenn es destruktive Konflikte zwischen Lehrpersonen und Eltern gibt, die über einen längeren Zeitraum bestehen, dann reduziert sich die Autorität der Lehrperson und die Autorität der Eltern. Der Schutz der Klasse lässt nach und die Verhaltensweisen, die als schwierig beschrieben werden können, zunehmen. Das heißt, wenn wir diese Situation nicht beenden, nehmen wir billigend in Kauf, dass sich die Autorität aller Beteiligten reduziert und die Verhaltensweisen so bleiben, wie sie sind. Darum ist diese Idee und diese Haltung von Unterstützung von enormer Bedeutung. Ich möchte Ihnen einen Brief vorlesen, der das auf humorvolle Art und Weise karikiert. Und das ist ein Brief, den Heim verfasst hat, um das zum deutlich zu machen. Brief der Lehrerin Frau Schmidtke an Frau Bergmann. Sehr geehrte Frau Bergmann, Ihr Sohn Michael kommt fast immer zu spät zum Unterricht. Auf Ermahnungen meinerseits reagiert er überhaupt nicht. Sehr oft verwendet er schlimme Worte und Ausdrücke. Auch schubst der andere Schüler, passt im Unterricht nicht auf, redet ständig dazwischen und klebt sein Kaugummi an die Tischunterseite. Bitte ändern Sie dies. Hochachtungsvoll, Schmidtke, Klassleitung. Der Antwortbrief von Frau Bergmann an Frau Schmidtke. Sehr geehrte Frau Schmidtke, Ihr Schüler Michael ist morgens nur schwer aus dem Bett zu bringen. Er frühstückt meist gar nichts, träumt stattdessen hier vor sich hin. Seine Schultasche packt er oft nur unvollständig. Zu den Hausaufgaben ist er in keiner Weise zu motivieren. Außerdem kommt er oft erst eine halbe Stunde nach seiner Ausgangszeit nach Hause, verzieht sich dann sofort auf sein Zimmer vor seinem PC und spricht kaum mehr mit mir. Ich bitte Sie inständig, dies zu ändern. Hochachtungsvoll, Bergmann, Mutter. Ja, wieder ein Auszug von möglichen Netzwerken, die es so an Schule geben kann, die unheimlich hilfreich erachtet werden. In der Fortbildungsreihe, eine Lehrerin meinte dann irgendwie, ach, jedes Mal dieses Treffen, neue Autorität, wir haben es ja jetzt kapiert irgendwie. Es dauerte 3 Jahre, bis sie erkannt hat, wie wertvoll die Zeit ist, gemeinsam entspannt nachzudenken. Wenn nicht das nächste Thema schon wieder, die nächste Unterrichtsvertretung, das nächste Unterrichtsfach, die nächste Notengebung, das nächste Korrigieren von Arbeiten ansteht, sondern wirklich sich Zeit zu geben, auszutauschen. Und auszutauschen nicht im Sinne von der Abwertung von den Schülerinnen und Schülern, sondern zu gucken, was braucht es, damit wir gut weiter im Kontakt sein können. Multidisziplinäres Team. Als Beispiel, einmal die Woche haben wir an der Weddingschule die Schulleitung, die koordinierende Erzieherin, die Integrationserzieher, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, die Roma-Mediatorin und alle Lehrerinnen und Lehrer, die ein Thema in der Klasse haben, können dort sich 1,5 Stunden besprechen. Und auch da wieder ist die Frage, wir haben manchmal so imaginär einen Stuhl stehen,
Und auf dem Stuhl packen wir manchmal die Eltern oder einen Schüler oder eine Schülerin und stellen uns dann die Frage, wie würden wir denn über diese Personen jetzt reden, wenn die Eltern anwesend sind oder wenn der Schüler oder die Schülerin anwesend sind. Also dass es nicht eine Meckerrunde und Klagerunde wird, sondern wie können wir als System Schule in einen Prozess gelangen, den Schüler, die Schülerin zu unterstützen. Wenn wir an der Stelle nicht weiterkommen, haben wir einmal im Monat die AG Jugend und Schule. Dort ist neben der Schule noch das Jugendamt dabei, die EFB, Erziehungs- und Familienberatungsstelle, und die Lotsen. In Berlin gibt es so ein Lotsensystem in Berlin-Mitte, wo ein Lehrer die verantwortliche Person ist, der Lotse oder die Lotsin, und im engen Kontakt mit dem Jugendamt ist, wenn es so um Kinderschutzgeschichten geht. Und die Schulpsychologie ist dabei. Und wir gucken, wir kommen gerade nicht weiter. Wen brauchen wir an externen Unterstützungsmomenten, KJPD, Kinder-Jugendpsychiatrischer Dienst, Charité, medizinische Versorgung, und gucken, wie können wir den Menschen unterstützen und wie können wir die Eltern dann auch auf dem Weg dorthin begleiten, weil das ja oftmals auch schambesetzt ist. Mein Kind hat doch keine Macke, ist doch kein Psycho. Also da auch die Eltern zu bewerben, zu sagen, wir brauchen sie als Unterstützung, um gut mit dem Kind, mit dem Jugendlichen arbeiten zu können. Das würde bedeuten, auch Eltern mit in die Schule mit zu integrieren, und einzubauen. Etwa nach einem Jahr, wenn eine Schule angefangen hat, nach dem Konzept zu arbeiten, ist es möglich, Eltern da einzubinden in die Aufgaben mit. Und das ist sehr hilfreich. Ja, und die Frage zum Schluss, zu welchem Netzwerk habe ich denn eigentlich in Schulen Kontakt? Wie eingebunden bin ich eigentlich? Bin ich eher Einzelkämpferin, Einzelkämpfer, oder fühle ich ein Wir-Gefühl, eine gemeinsame Sache? Und kann ich mit dem, was ich kritisch gerade wahrnehme und erlebe und Unterstützung brauche, an wen kann ich mich eigentlich wenden? Wo ist der Ort und die Zeit, dass ich das tun kann? Wir haben noch eine weitere Überlegung, weil die Kollegen zurückmelden, wir brauchen einfach diese Zeit, sich auszutauschen. Kann der gebundene Ganztag, der geht ja von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, verpflichtend für alle, am Freitag bis 13.45 Uhr. Die Überlegung in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht ist jetzt so, dass wir den Freitag sehr wahrscheinlich erst 8.45 Uhr beginnen und statt 13.45 Uhr 14.30 Uhr haben. Aber da können sich alle, jede Woche, können sich Personen treffen, um zu überlegen und sich auszutauschen. Und das wird als unheimlich wertvoll erachtet. Auch die, die am Anfang dachten, nee, ich muss das irgendwie alleine schaffen, die melden zurück, es braucht einfach diese Zeit und den Ort, sich austauschen zu können. Ein kleines Experiment würde ich jetzt gerne tun. Und zwar, da brauche ich zwei freiwillige Personen. Passiert nichts Schlimmes, keine Beschämung, keine Fragerunden, nur zwei, ein kleines Rollenspiel. Dankeschön. Ja, schon schwierig. Dann. Ah, da hinten. Ja, genau, da ist eine schöne Linie. Mal gerade bitte gegenüber aufstellen. Ja. Sind Sie die erwachsene Person oder die jugendliche Person? Das wird, Sie müssen lieber die Jugendliche, dann gehen. Schon haben wir eine Beziehungsgestaltung. Die erwachsene Person, wir sind jetzt in diesem Rollenspiel eher eine Frau oder eher ein Mann? Das ist Rollenspiel, kann man alles sein. Erstmal. Ja, wer weiß, was kommt. Ne? Ja. Erstmal beim Mann. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre ein Jugendlicher, mit dem Sie zu tun haben, längere Zeit. Mädel, okay. Junge Frau, die sehr, sehr, sehr viel Kraft hat, sehr originelle Verhaltensweisen. Ja? Und sehr anstrengend für Sie als Erziehungsverantwortliche. Lehrperson, ja? Kann man sich vorstellen? Gut, nichts sagen, nur vorstellen. Und sehr, sehr, sehr viel Power, sehr, sehr, sehr viel Kraft. Wenn ich Sie jetzt frage, wie ist Ihre Energie im Hinblick dieser Situation, wie sie gerade ist? Da ist jemand, der unheimlich herausfordernd ist und sehr viel Power hat und Sie haben die Verantwortung, damit umzugehen. Wie ist Ihre Energie? Eher hoch oder eher niedrig? Ich glaube eher niedrig. Eher niedrig. Und bei ihr? Hohe Energie.
Wenn wir mit Eltern arbeiten, haben wir genau diese Aussage. Wenn wir mit Lehrpersonen immer, die Energie ist da niedrig und da hoch. Und Unterstützungsphänomen wäre, wenn wir jetzt mit ihm in einem Kollegium wären oder zusammenarbeiten wären, wo wäre denn ein guter Platz für mich, mal angenommen, ich wäre ein Coach oder ein Kollege an der Schule, wo wäre ein guter Platz, wenn wir jetzt uns überlegen, wie wir mit der Situation umgehen mit dem Mädchen. Wir probieren einfach mal aus. In Relation zu ihr? Ja, zu Ihnen. Sodass die Situation besser ist, wie sie momentan ist, sodass Sie das Gefühl haben, nicht mehr alleine zu sein. Ja, genau, ausprobieren. So an der Seite auf jeden Fall. So an der Seite auf jeden Fall. Okay. Und jetzt mal an die Energie gedacht. Er lacht schon. Ist die Energie geblieben? Die Energie ist höher, aber ich glaube, das wäre eine zu große Konfrontation. So da braucht noch was nebeneinander. Das braucht noch was. Wir müssten noch was abklären, was meine Aufgabe wäre, was der Kontext wäre. Mal angenommen, wir hätten das gemacht und wir wären uns einig, dass es hilfreich wäre. Ich würde dann eher vorausgehen. Eher vorausgehen. Aber jemanden im Hintergrund wissen. Gut, wie ist die Energie, wenn man das so hätte? Besser. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Die Wiederherstellung der Präsenz von ihm. Das war die Kurzversion. Das ist die Idee von Unterstützung, dass die Energie, dass es besser wird. Wieder in die Idee zu kommen, ich kann handeln. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine, ich bin unterstützt. Und mal angenommen, ich wäre die Schulleitung gewesen und hätte die Situation beobachtet. Wie muss denn Schulleitung solche Situationen beobachten, dass die Person, die Unterstützung benötigt hat, weiter in der Präsenz gestärkt bleibt? Also wie erfährt Schulleitung von solchen Situationen, wo vielleicht der Gedanke eher noch ein anderer ist, als so zu arbeiten? Und wie mag die Energie steigen, wenn noch mehr Personen dazukommen, die sich gegenseitig unterstützen und es nicht nur einer ist, sondern ein ganzes Kollegium oder ein ganzes Team? Was braucht es für Absprachen, was braucht es für Vokabular und welche Sprache braucht es, um Unterstützung als Unterstützung zu erleben und nicht Unterstützung, weil man es alleine nicht hinbekommen hat? Das ist im psychosozialen Bereich ja oft so, man geht irgendwo hin mit der Idee, ich lasse mich unterstützen, weil ich es alleine nicht geschafft habe. Viele, Marie-Louise Kohnen, eine Kollegin aus Berlin, hat eine schöne Metapher dafür, über vielen Einrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen, Beratungsstellen, Förderstuhlen, so ein imaginäres Schild, Eintritt nur für schlechte Eltern. Und dieses Schild muss weg, müssen wir wegtun, um in die Qualität von Unterstützung und Respekt zu kommen. Gesten der Beziehung, Versöhnung, Verzeihung, Wiedergutmachung. Ich habe mal, mache immer mal so, wenn ich in neue Bundesländer, andere Bundesländer fahre, in denen ich noch nicht so unterwegs bin, und guck mal in das Schulgesetz, was gibt es denn da in den Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen so? In der Beschreibung Phänomenen, die wir als Schulsystem kritisch beobachten. Was haben wir da für Möglichkeiten? Was denkt ihr? Taucht die Wiedergutmachung im Schulgesetz des Saarlandes auf? Steht drin. Wiedergutmachung? Ja, bei Paragraph 32 bin ich stehen geblieben, bei den Ordnungsmaßnahmen. Da habe ich es eher nicht gefunden.
Deswegen wäre es mal spannend, für die Kolleginnen und Kollegen zu gucken. Weil das ist ja erstmal nur der Ort, wo vielleicht Wiedergutmachung als Prozess verankert ist. Nur jetzt fragt man mal die Leute, wie läuft denn bei euch an der Stelle Wiedergutmachung? Wie läuft denn der Prozess, wenn jemand etwas getan hat? Das können übrigens auch erwachsene Personen sein, die etwas getan haben. Was tut man denn dann konkret, um die Beziehung wiederherzustellen? Oder der Schaden, der angerichtet worden ist, den wiedergutzumachen? Manchmal klappt es nämlich gar nicht mit der Wiedergutmachung, weil die Frage ist ja, wer entscheidet, wann, wodurch etwas wieder gut ist. Die geschädigten Personen setzen sich eher damit auseinander, warum ich, warum werde ich hier gerade beschädigt? Und da wäre ein Fokus hinzurichten, auch eine gute Arbeit zu tun. Also nicht nur mit der Person, die etwas getan hat, sondern auch die Person, wenn es eine Person ist, die geschädigt worden ist. Es kann übrigens auch ein Wert der Schule geschädigt worden sein und der Wert Ordnung, Sauberkeit, schöner Ort, führte bei uns ja dann dazu, zu der Entscheidung, die Schulankündigung zu formulieren und die Entscheidung zu treffen. Und das Spannende ist, wenn in einer Klasse etwas passiert, wo die Erwachsenen nicht so gut hingeguckt haben, und aber trotzdem als Reaktion, du hast die Wechselwirkung besprochen, dass als Reaktion, weil Erwachsene nicht reagiert haben, die Schule, die Klasse sich reguliert und sich so reguliert, dass es nicht konstruktiv verläuft, zu sagen vor einer Ankündigung, uns tut es leid, dass wir ein halbes Jahr lang weggeguckt haben und euch nicht gut versorgt haben. Also auch, dass sich Erwachsene vor einer Intervention bei den einseitigen Maßnahmen erstmal um Entschuldigung bitten und da auch auf die Feinheit zu achten. Also wer entschuldigt eigentlich? Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich selbst kann mich für mein Fehlverhalten nicht entschuldigen. Das macht das Gegenüber. Das ist eine Feinheit, aber wie oft passiert was? Sorry. Wenn sowas kommt wie tut mir leid, ist ja schon gut, aber oftmals Entschuldigung. Aber ich kann mich gar nicht entschuldigen. Das macht das Gegenüber. Also ich bin davon abhängig, ob diese Entschuldigung, um die ich gebeten habe, auch angenommen wird. Die Wiedergutmachung hat zwei Schritte. Der erste Schritt ist die Auseinandersetzung mit der Tat. Also die Verantwortungsübernahme mit der Tat ist nicht einfach, weil man muss den Wert ja auch wissen, gegen den verstoßen wurde. Warum ist Körperverletzung denn nicht akzeptabel? Warum sind wir gegen Gewalt? Was ist denn der hinterliegende Wert, dass jemand sagen kann, oh, ich habe Mist gebaut und das war nicht in Ordnung, was ich getan habe und ich bitte um Entschuldigung, dass es wieder gut ist, dass seine Zugehörigkeit im System bestehen bleiben kann. Und das ist das Entscheidende, die Zugehörigkeit in einem System bei einem massiven Regelverstoß. Die Auseinandersetzung mit der Tat und der zweite Schritt ist die Geste der Wiedergutmachung. Das ist gut im ersten Schritt mit einem Brief, mit einem schriftlichen Stück zu machen und die zweite ist eine Geste, sich zu überlegen. Wir haben oft erlebt, dass viele Kinder und Jugendlichen nicht wissen, wie das geht, dass sie keine Erfahrung haben mit Wiedergutmachung. Und es ist auch wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen die Botschaft bekommen, du musst es nicht alleine tun. Wir sind an deiner Seite und wir unterstützen dich und begleiten dich bei dem Prozess der Wiedergutmachung. Wichtiger Punkt. Die Gesten der Liebe, Wertschätzung und Überraschung sind elementarer Bestandteil und sind letztendlich Kleinigkeiten, die nicht zu verwechseln sind mit Erpressung, mit Belohnung und mit Bestrafungsmaßnahmen. Die sind unabhängig von den Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen und im Konzept der Wachsamsorge durch die ganzen Stufen hindurch, weil es wichtig ist, Beziehungen zu stärken und zu stabilisieren, gerade wenn es kritisch wird. Weil wenn Beziehung stabil ist, und dann kann man kritische Situationen besser besprechen. Deshalb ist es klug, als Lehrperson mit Eltern regelmäßig im Kontakt zu sein und sich gute Botschaften zu geben, das mitzuteilen, was gut läuft. Lehrperson den Eltern fünfmal mitzuteilen, was gut gelaufen ist, was die Wahrnehmung gut ist, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Schule wieder anruft, wenn ein kritischer Moment ist, dass die Eltern nicht sofort erschrecken und denken, oh Gott, die Schule wieder. Dieses Gespräch ist viel schwieriger zu führen, als wenn ich schon erprobt bin miteinander und mit ruhiger Stimme miteinander gesprochen haben. Das sind solche Gesten, die sehr, sehr, sehr hilfreich sind. Und gleichzeitig ist es deeskalierend. Mit einem Blick auf die Uhr? Ja. Der letzte Aspekt wurde schon angesprochen, einseitigen Maßnahmen, Protest gegenüber Widerstand mit Komma zu verstehen. Gewaltloser Widerstand.
Dort sind jetzt all die einseitigen Schritte und Maßnahmen aufgelistet, was man so tun kann. Und wir haben uns. Und ich möchte, bevor du das vorliest, was zu Präsenz und Beharrlichkeit sagen. Präsenz und Beharrlichkeit zieht sich durch das ganze Konzept, durch die ganzen Stufen. Ich bin da, ich lasse mich nicht abschütteln und bin ein Gegenüber, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Eine Orientierung und eine Feedback-Kultur zu entwickeln, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, das ist mein Gegenüber. Beharrlichkeit ist die Haltung, dran zu bleiben und beharrlich zu bleiben, auch wenn es gut läuft und vor allem, wenn es schlecht läuft. Ja, wir haben uns als Kollegium, gesamtes Kollegium entschieden, genau diese Ankündigung vorzutragen. Wir sind durch alle 21 Klassen gewandert. Es standen so 6, 7 erwachsene Personen vor. Wir haben fotodokumentatorisch festgehalten, was dort alles passiert ist, was wir beobachtet haben. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind in Sorge um unser Schulgebäude. Wir möchten nicht, dass unsere Schule beschädigt und verschmutzt und beschädigt wird. Das kann so nicht weitergehen. Wir widersetzen uns dieser Gewalt. Wir möchten, dass sich alle an unserer Schule wohlfühlen und die Einrichtung sauber und heile bleibt. Daher hat die Schulleitung beschlossen, dass momentan alle Schülerinnen und Schüler der Weddingschule nur in Begleitung von Erwachsenen durch das Schulgebäude gehen dürfen. Wir werden genauer gucken, uns austauschen und Kinder, die alleine durch das Gebäude laufen, ansprechen. Wir machen das, weil uns unser Schulgebäude wichtig und es unsere Pflicht ist. Reaktion des Kollegiums. Kein Kind darf alleine durch das Schulgebäude laufen. Das war die Stoppmaßnahme, der Schulleitung. Reim spricht auch davon, Leben ohne Strafe würde es irgendwie nicht geben. Und manchmal braucht es auch so etwas wie so einen Stopp. Er spricht nicht eher gegen etwas Sanktionierendes in einer Ankündigung, aber eher in was Stärkendes. Und dann kann so eine Stoppmaßnahme durchaus auch vorhanden sein. Und das war für uns auf Stufe 3 unheimlich anstrengend. Die Kinder wurden, bevor die Schule losging, abgeholt, zum Klassenraum gebracht. Dann gab es die Hofpause. Eine klassenverantwortliche Person brachte die ganze Klasse zur Hofpause, holte sie nach der Hofpause wieder ab. In die Mensa, hinbringen, abholen. Meldete sich ein Kind, ich muss auf Toilette, alle bleiben stehen, auf Toilette gehen. Ein Kind ging auf Toilette, kam wieder, hey, ich muss auch noch. So, und so ging das hin und her. Das war unheimlich anstrengend für viele Kolleginnen und Kollegen. Und die Idee ist ja, wie kommt man von dieser Stufe 3 wieder auf Stufe 2 oder sogar auf Stufe 1 zurück? Der Effekt, wir haben in dieser Ankündigung nichts erwartet. Alle Kinder und von Stufe 1 bis 6, selbst Stufe 6, haben das als unheimlich hilfreich und beziehungsfördernd angesehen, weil sie begleitet worden sind. Die Hälfte der Klasse, nachdem wir wieder auf Stufe 2 waren, hatte zurückgemeldet, wir wollen weitergebracht werden, wir wollen weiter abgeholt werden, weil wir die Chance haben, auch mal dem Lehrer, der Lehrerin eine zusätzliche Frage zu stellen. Wir konnten erleben, dass sich da jemand um uns kümmert. Ein weiterer Effekt war der, dass die Kinder, die einen guten Kontakt zu den Erzieherinnen und Lehrern hatten, auf einmal meldeten, ja, da ist nicht gespült worden, da ist die Toilette noch offen. Also sie meldeten selbst Verschmutzungen oder Veränderungen, was das Schulgebäude betrifft, zurück. Also diese Fürsorge, die wir ausgesprochen haben, führte zu einer Selbstfürsorge der Kinder und Jugendlichen. Und jetzt haben wir wieder ein neues Toilettenthema. Also es bleibt immer im Prozess. Ne, das ist nicht vorbei. Wir könnten jetzt in die Vergeltung gehen. Und jetzt haben wir das doch gemacht und jetzt haben wir doch darüber gesprochen. Es ist ein Prozess. Und abschließend zu dieser Ankündigung, wenn, ich weiß nicht, wie es hier mit dem Personal aussieht, wie die Schulen ausgestattet sind, ob die Minus fahren oder Plus fahren. In Berlin ist auf jeden Fall der Quereinstieg ein ganz großes Thema. Ein Drittel in Mitte überlebt nur noch an Schulen, die durch den Quereinstieg versorgt werden. Wenn Schulen sich in der Außenwirkung gut darstellen, dann hat es den Effekt, dass Kollegen gerne an einer Schule arbeiten wollen. Und wir sind mit Ende des Schuljahres bei plus minus null. Wir haben sogar noch 7 Anfragen
und wissen wir gar nicht, wie wir die versorgen, ob wir in den Überhang gehen können, ob wir das machen können, weil wir mit diesem Konzept unterwegs sind, weil Menschen gesehen haben, ja, ich habe verstanden, da findet Unterstützung statt, ich bin nicht alleine und da kann so ein Konzept auch in der Außenwirkung eine Möglichkeit sein, gute Werbung zu machen für Schule. Nochmal abschließend Ankündigung. Ankündigung ist eine Ankündigung der Erwachsenen, das, was die Erwachsenen beschlossen haben zu tun und nicht, was die Kinder zu tun haben und die Jugendlichen, sondern wir Erwachsenen haben beschlossen, wir sind in Sorge um euch, es gab viel davon, wenig davon und deshalb werden wir Folgendes unternehmen, wie es in der Ankündigung auch war. Also ein, wie so der Herold, der früher durch die Lande gezogen ist und die Entscheidungen des Königs mitgeteilt hat. Wird nicht diskutiert. Schriftlich ist gut, man kann es ablesen, man muss es nicht merken und man redet nicht so viel. Gut. Wir haben noch 2 Minuten. Ich überlege gerade, ob ich bin in Absprache mit, wie bitte? Ich habe es nicht verstanden. Das war der Kollege heute früh. Ja. Ich bin ja in Absprache, ich bin ja so ein Herold und bin in Absprache mit der Schulleitung ja so, dass ich darüber sprechen kann. Also dass das, was wir dort tun, ja auch weiter verbreitet werden kann. Das bedeutet nicht, dass man das genauso machen muss. Aya Asen hat mal einen Vortrag begonnen, ich erzähle Ihnen heute nur das, was gut läuft. Weil wenn ich Ihnen erzählen würde, was alles nicht gut läuft, würde der Vortrag viel, viel länger werden. Aber er wurde mal von Martin Lemme gefragt, aus Schulleitungssicht, wie würdest du, lieber Philipp Lorenz, die neue Autorität aus Schulleitungssicht beschreiben? Und er meinte, ja, wenn es passt, kann es gezeigt werden. Schule, insbesondere in sozialen Brennpunkten, ist heute vor äußerst vielfältigen Herausforderungen gestellt, denen es mit einer individuellen Schulprogrammatik zu begegnen gilt. Das Vermitteln von Unterrichtshalten ist dabei zwar der zentrale Aspekt, wichtiger erscheint mir aber zunächst, das Klima einer Schule so zu gestalten, dass eine echte Zusammenarbeit in allen Bereichen möglich wird und im Zuge dessen der Bildungs- und Erziehungsauftrag einer Schule auch wirklich umgesetzt werden kann. Beziehungen zwischen allen am Schulleben Beteiligten müssen in einer durchweg positiv besetzten Art und Weise funktionieren, was wiederum nur machbar ist, wenn einer Schule in einem gemeinsamen Prozess mit einer gemeinsamen Wertehaltung Richtung gegeben wird. Die neue Autorität bietet aus meiner Sicht hier den idealen Anknüpfungspunkt in ihrer Programmatik. Durch die Stärkung der individuellen Präsenz aller am Schulleben Beteiligten erlebe ich sichtbare Veränderungen in Bezug auf die gemeinsame Haltung. Es findet durch die Konzeption der neuen Autorität eine große Entlastung der einzelnen Person statt, die im Schulalltag so bitter nötig ist. Spannend ist dabei der Aspekt, es gibt viele Konzepte, insbesondere im Bereich der Konfliktbewältigung, die beim Kind ansetzen. Die neue Autorität setzt beim Erwachsenen an. Es geht, um nur einige Punkte zu nennen, um den Umgang mit der eigenen Scham, der Erarbeitung professioneller Präsenz, der Entlastung durch viele Schultern, die nur gemeinsam auch echte Veränderungen herbeiführen können. Am Ende ist es genau dieser Ansatzpunkt beim Erwachsenen, bei uns, der die Wirkung beim Kind erzielt. Dieser systemische Ansatz ist für mich die große Besonderheit der neuen Autorität. Aus Schulleitungssicht ist ein weiterer Punkt von großer Bedeutung die Elemente der neuen Autorität. Als Beispiel kann hier die Ankündigung und die Wiedergutmachung genannt werden, stehen in unmittelbarer Nähe zu schulgesetzlichen Bestimmungen und Vorgehensweisen. Die neue Autorität lässt sich also auch bei sensiblen Konfliktsituationen problemlos in die Notwendigkeiten von Schulleitungshandeln integrieren, sodass ich letztlich durch die klaren Strukturen des Konzepts auch für die Schulleitung Entlastung feststellen kann. Neue Autorität in Führung. Wir sind fertig. Wir sind durch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Bruno Fischer, Bruno, Stefan, vielen Dank für diesen Vortrag. Jetzt im direkten Anschluss würden wir gerne alle 3 Referenten nochmal auf die Bühne bitten und sind dann offen für Ihre Fragen und für eine offene Diskussion. Die Kollegen, die stellen jetzt gerade noch Stühle oben hin und wir haben dann die Möglichkeit, nochmal in den Austausch zu kommen. Und ich würde Sie ganz herzlich nochmal bitten, auf den Evaluationsbogen zu schauen und uns den Evaluationsbogen auszufüllen. Am Ende der Veranstaltung können Sie diesen dann in eine graue Box am Ausgang einwerfen. Dort können Sie dann auch Ihr Namensschild bitte nochmal abgeben.
Ja, mit uns auf der Bühne darf ich auch begrüßen den Andreas Klär, den viele von Ihnen, von euch auch bestimmt kennen. Ich stelle ihn vielleicht ganz kurz vor. Andreas ist auch Mitarbeiter bei uns am LPH, koordiniert dort den Bereich, oder willst du dich vielleicht selber gerade vorstellen? Wie du willst, das kriege ich gerade noch so hin, ja. Genau, Andreas Klär, ich bin jetzt im dritten Jahr am Landesinstitut für präventives Handeln. Für mich schließt sich heute auch so ein bisschen ein Kreis, denn mich hat sehr diese erste Fachtagung, Deeskalation und Konfrontation hieß sie damals noch, beeinflusst und das war danach für mich so, ja, das war schon so ein Hype-Erlebnis, dass ich da rausgegangen bin und direkt gesagt habe, ich möchte an dieser Qualifizierungsreihe teilnehmen. Habe dann auch das Glück gehabt, dass wir schnell genug waren und einen der ersten Plätze gekriegt haben, denn die Reihe, die haben wir erst letztes Jahr, oder die Warteliste haben wir erst letztes Jahr im LPH abfrühstücken können. Also das gab einen unheimlichen Run nach dieser Reihe und ja, ich bin jetzt ganz froh, dass wir nochmal eine zweite Fachtagung auf die Beine stellen konnten und bin auch überzeugt, dass die ähnliche Nachwirkungen haben wird, auch wenn ich nicht glaube, dass wir morgen uns Sorgen um unser Faxgerät machen müssen, sondern ich glaube, das wird ein bisschen länger brauchen, um zu wirken, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Auswirkungen mindestens genauso groß sein können. Ich komme selbst aus dem Schulbereich, also Gemeinschaftsschule, Gesamtschule, war ich lange tätig und bin jetzt seit, ja, wie gesagt, seit über 2 Jahren am Landesinstitut und zuständig für den Bereich Deeskalation und Konfliktmanagement. Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, Fragen zu stellen. Nutzen Sie es, dass alle 3 Referenten jetzt hier zusammensitzen und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Ja, ich sehe. Die Mikrofone sind übrigens rechts und links, bitte einfach nur aufzeigen, falls jemand eine Frage hätte. Aber vielleicht eine erste Frage mal an Ralf. Ralf, wo meinst du, liegt deiner Meinung nach der Gewinn der neuen Autorität? Also welches Plus haben Schulen, wenn sie sich mit der neuen Autorität auseinandersetzen? Also ich finde gerade da, wo, wie das gerade beschrieben wurde, wie in der Wedding-Schule, da wo die Herausforderungen so extrem geworden sind, dass diese, also ich kenne Lehrer, die melden sich inzwischen bei mir, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie sich bei mir melden werden. Die sind persönlich so herausragend und würde ich sagen, das sind so ideale Lehrer, super interessiert an den Schülern, super im Kontakt, super in der Abgrenzung. Und ja, im Grunde genommen, die brauchen kein Training, habe ich gedacht. Aber die melden sich inzwischen immer stärker, weil die Herausforderungen sind so mannigfaltig, dass selbst die wirklich in den Überlastungsbereich reinkommen. Und ich will noch mal so ein bisschen diese, also wenn die Schule bis an diesen Bereich rangeht, wo diese Überlastung da ist, dann habe ich unglaublich gute Erfahrungen mit ganz einfachen kleinen Veränderungen gemacht. Es muss nicht das ganze System verändert werden. Ich kenne Schulen, die haben nur mit Ankündigungen gearbeitet, ganz kleine Ankündigungen. Und da hat sich das Klima gewandelt. Ich habe zum Beispiel jetzt vorgestern da ist ein syrischer Flüchtling in der Klasse drin und jedes Mal, wenn der zu spät kommt und der Lehrer spricht ihn auf das zu spät kommen, rastet der komplett aus, läuft durch die Klasse, tritt Fenster ein, hämmert Tische zusammen, tritt die Tür ein, läuft raus und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir ich habe jetzt vor einer knappen Woche ein Training da gemacht. Ich habe im Grunde den ganzen Tag nur, wir haben diese Präsenzübung gemacht mit diesen Präsenz, das haben wir direkt am Morgen mit angefangen und dann haben wir Ankündigungen trainiert und Beharrlichkeit, bisschen Beharrlichkeit, deeskalative Beharrlichkeit und dann die Ankündigung. Ich habe vorgestern Abend eine E-Mail bekommen, der hat aufgehört, Sachen zu zerstören. Und diese haben sich nur mit 2 Lehrern zusammengetan. Also einer, der sich besonders gut mit dem verstanden hat, das nennen wir auch Präsenzmentoren, also es muss jemand sein, der eine besonders stark deeskalative Wirkung auf den Schüler hat, und die Klassenlehrerin. Zu zweit haben sie sich vor den gesetzt und haben gesagt, wir machen uns große Sorgen um dich,
wir sehen im Moment, dass du sehr, sehr schnell an so eine Grenze rankommst und wir können das aber so auch nicht hinnehmen, weil die ganze Klasse danach so aufgeregt ist, dass da nichts mehr passiert. Und dann haben sie ihm eben angeboten, Lösungen zu entwickeln. Das war so eine Mischung zwischen einem Sit-in und einer Ankündigung. Und ja, gestern Abend habe ich eine WhatsApp gekriegt und jetzt zumindest seit einer halben Woche macht er das nicht mehr. Die bleiben aber auch dann in engerem Kontakt. Also das sind diese kleinen Veränderungen, wo man am Anfang denkt, wie sollen wir da jemals rangehen? Aber das entspannt sich dadurch. Und das finde ich zum Beispiel sehr positiv. Also Veränderungen in erster Linie auf der klimatischen Ebene, auf der Haltungsebene, durch kleine Schritte. Ja, genau. Auch dieses Zurücktreten, nicht jede Situation sofort lösen zu müssen, das ist auch irgendwie, es ist so, zum Beispiel, also die gehen in so eine riesen Rauchergruppe rein und normalerweise verlierst du da immer als Lehrer. Du verlierst, die stehen vor dir, die machen die Zigarette nicht aus, du verlierst so. Und dann haben wir einfach mal trainiert, du bleibst einfach da drin stehen, 60 Sekunden, und sagst, ich kann euch zwar nicht zwingen, die Kippen auszumachen, aber ich kann es auch nicht hinnehmen. Ich bleibe jetzt hier einfach mal eine Weile stehen, weil ich kann es so nicht hinnehmen. Und dann bleibst du da mal eine Minute oder zwei stehen. Das ist ganz komisch. Oder so. Man ist als Lehrer nicht allein und geht zu zweit hin. Ja, das kann man auch machen. Ne? Also man kann sich dann zusammenschließen. So, das sind eben diese einfachen kleinen Sachen, wo ich dann sofort aus der Ohnmacht rauskomme. Und das finde ich besonders, das finde ich schon hilfreich. Okay. Ja, eine Frage? Aus dem Berufsschulbereich und ich möchte gern noch was dazu sagen. Das Beispiel, das Sie genannt haben, das ist nämlich genau richtig, dass die Auszubildenden entlassen werden wegen ihrem Verhalten und nicht wegen den Noten. Ich habe schon vor 30 Jahren, ich bin schon ein bisschen älter, ich gehe in 3 Jahren in Rente oder Pension und ich bedauere das sehr, dass sich das so langsam bewegt. Und ich bin ein Fan von Haim Omer. Und diese Sozialkompetenz, Humankompetenz und Fachkompetenz, das ist ja der Bildungsbegriff, dass wir da in der Lehrerbildung etwas machen müssen. Ich bin ja jetzt hier an der Universität und ich glaube, hier ist schon was getan worden. Es sind vielleicht Leute da vom Lehrerbildungszentrum, aber es müsste noch mehr getan werden, dass nicht nur die Fachkompetenz, gerade im Berufsschullehrerbereich ist das ja Schwerpunkt, sondern dass auch diese anderen Kompetenzen im Blick sind und dass die Pädagogik eine wichtige Rolle spielt. Und ich denke, dann wären wir auch entlastet im Unterricht. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, ich bilde mich schon intrinsisch motiviert seit Jahren selbst weiter in Fortbildung. Ich bin auch sehr dankbar, dass dieser Tag heute hier ist, dass wir die Gelegenheit haben, Sie kennenzulernen. Und ich plädiere halt eben wie die Weiterbildung und Fortbildungskonzepte auch in der dritten Phase. Darauf eine Reaktion. Ja. Alle, die sich gerne mit dem Thema erstmal in einer ganz offenen Variante, im offenen Format weiter vernetzen möchten. In Tel Aviv im letzten Jahr hat das NENA-Netzwerk entschieden, die mit dem Konzept weiter in den Austausch, in die Vernetzung gehen möchten, brauchen wir eine Plattform. Und am 15. und 16. Juni haben wir an der Wedding-Schule eine Open-Space-Variante, wo wirklich alle eingeladen sind, zu den Themen, zu denen sie sich vernetzen wollen, vernetzen können. Für mich spielt zum Beispiel Forschung ein ganz großes Thema. Also wie kann so ein Thema auch beforscht werden? Und werde ich dort an dem Tag Leute finden, mit denen ich da gucken kann, wie der Forschungsaspekt, also diese Effekte, die ja doch beschrieben werden können, wo gibt es den Ort, das machen zu können? So, und das ist, ich weiß nicht, wie die Anmeldezahlen sind, die glaube ich bei 100 Grad irgendwie so, sind 200 Plätze. Es ist auf jeden Fall noch möglich. Genau. Wer gerne kommen will. Ja. Hinten noch eine Wortmeldung, eine Frage. Ja, hallo. Hört man mich? Ja. Jetzt, ja. Ich habe eine Frage an den Andreas. Der hat ja eben erzählt, dass er nach der ersten Fachtagung direkt angefixt war und dann gab es ja auch die Qualifizierungsreihe, wo du dann das Glück hattest, relativ schnell einen Platz zu ergattern. Und wenn ich jetzt durch diese Fachtagung zum Thema neue Autorität angefixt bin, was gibt es jetzt für eine Qualifizierungsreihe oder wie kann ich mich mit meinen Schulen auf den Weg machen zu dem Thema?
Ja, wichtige Frage. Also wir haben, ich fang so an, weil also es spielt für mich eine große Rolle, welche Erfahrungen wir mit der Qualifizierungsreihe gemacht haben, die wir angeboten haben nach der letzten Fachtagung. Das ist eine 10-tägige Qualifizierungsreihe, 5 Tage davon sind Schulzeit, 5 Tage davon sind Samstage, sind also in Freizeit einzubringen. Das heißt, es erfordert schon von den Lehrern und Lehrerinnen und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern ein hohes Maß an Engagement, um sich da fortzubilden. Die Rückmeldungen, die wir kriegen, bezogen auf die einzelnen Menschen, die da teilnehmen, die sind sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Also die Leute, die da rausgehen, die sagen, ja, das, was wir dort gelernt haben, das ist Handwerkszeug und das macht uns stark im Umgang mit Konflikten, wenn wir in unserer Klasse arbeiten. Wir haben aber leider auch die Rückmeldung oder auch die Beobachtung, dass wir sehen, von dem, was wir da transportieren möchten, kommt bei den einzelnen Teilnehmern viel an. Leider verpufft es oft im System. Also wir haben schon in der Konzeption einen pädagogischen Tag vorgesehen, arbeiten auch gerne mit mehreren pädagogischen Tagen an den Schulen, aber leider gibt es viele Schulen, wo das nicht so ankert, wie wir uns das wünschen. Das heißt, an den Schulen herrscht nach wie vor eher so diese Grundstimmung, ja, wir sind irgendwie, wir fühlen uns schwach, ja, und wir sind immer mehr ausgelaugt und die Schüler haben sich so stark verändert und wir kommen da nicht mehr hinterher. Das ist so das, was wir an den pädagogischen Tagen auch immer mitbekommen. Und die Idee nach dieser Fachtagung ist tatsächlich, das Ganze auch systemischer anzugehen. Das heißt, wir würden gerne die Schulen als Ganzes stark machen und nicht nur einzelne Teilnehmer. Das heißt aber auch, dass wir ein bisschen anders an die Konzeption rangegangen sind oder an die Skizzierung, weil tatsächlich, also sind wir ja noch nicht in der praktischen Erprobung. Wir haben verschiedene Bausteine vorgesehen für die Umsetzung. Wir wollen auch mit pädagogischen Tagen arbeiten, also wo wir ein ganzes Lehrerkollegium schulen. Das wird über einen Zeitraum von 2 Jahren stattfinden. Wir haben im Moment 4 pädagogische Tage geplant, das heißt pro Halbjahr einen Tag. Wir werden an den Schulen versuchen, Kernteams zu etablieren, Teams von Experten, die sollen nochmal extra geschult werden. Das wird auch eine relativ aufwendige Geschichte sein für die Kolleginnen und Kollegen, die da teilnehmen. Das werden 6 Ausbildungstage sein. Die Expertinnen sollen dann in so einem Team wachsame Sorge, nennen wir das jetzt auch einfach mal, angelehnt an die Konzepte. Diese Teams sollen an den Schulen arbeiten, analog zu den Krisenteams, die es ja schon gibt an den Schulen. In diesen Expertenteams sollen ja, Konflikte aufgearbeitet werden, Konflikte mit den Schülern, aber auch Konflikte innerhalb der Ebene der Erwachsenen, also auch wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir auch mit uns selber um. Und in diesem Team soll auch die Schulleitung eine ganz zentrale Rolle spielen. Das ist so die zweite Säule dieses Projekts. Und die dritte Säule, das halten wir auch für ganz, ganz wichtig und ist was wir bei der ersten Qualifizierungsreihe oder die ist ja nach wie vor aktuell, was wir bei der Qualifizierungsreihe noch nicht so stark haben, ist die Schulbegleitung, die Prozessbegleitung, weil wir wollen innerhalb dieses Zeitraums von 2 Jahren den Schulen Präsenztermine vor Ort anbieten, wo wir als Coaches zusammen mit diesem Kompetenzteam und zusammen mit der Schulleitung drauf gucken, ja, was verändert sich denn gerade bei euch? Wo braucht ihr vielleicht noch mehr Unterstützung? Also wo seid ihr denn schon gut in der Präsenz, um in dieser Sprache zu bleiben? Und wo fehlt es vielleicht noch? Und wo könntet ihr vielleicht nachjustieren? Du hast jetzt gefragt, für wen das in Frage kommt. Da muss ich jetzt leider sagen, dass wir in diesem Projektzeitraum das auf einen relativ kleinen Kreis beschränken müssen. Wir werden vorerst mal an die Grundschulen gehen, denn das ist in unseren Augen eine Schulform, die stark vernachlässigt worden ist in den letzten Jahren, was die Weiterbildung angeht und wo gleichzeitig eine große Hilflosigkeit herrscht. Ich erlebe das jetzt selber bei meinen Kindern, also meine 2 ältesten Töchter sind an der Grundschule und was ich an meinen Kindern sehe und was ich auch sehe, was die von ihren Mitschülern erzählen und was die auch von den Erwachsenen erzählen, die dort an der Schule tätig sind, ist so mein Eindruck bestätigt, dass dort ein großer Handlungsbedarf beherrscht und deswegen wollen wir auch da aktiv werden. Das wird aber jetzt zunächst erstmal eine kleine Zahl von Grundschulen ermöglicht werden können. Ja? Das hängt jetzt so ein bisschen ab, also wir können das noch nicht ganz definitiv sagen, aber wir wollen im Kalenderjahr 2020, also im nächsten Jahr wollen wir damit auf jeden Fall starten, vielleicht sogar schon in diesem Jahr nach dem zum kommenden Schuljahr. Wenn es Grundschulen gibt, die da grundsätzlich Interesse haben, bitte ansprechen. Auch wenn es weiterführende Schulen gibt, die da Interesse haben, bitte ansprechen, weil wir natürlich auch darauf angewiesen sind, ja, dass wir Kontakte haben und dass wir auch gemeinsam mit Ihnen und mit euch auch Ideen einfach weiterentwickeln, denn es soll nichts
werden, was übergestülpt wird, sondern wir sind sehr interessiert daran, das auch bedarfsorientiert und ja, nahe an den Problemen tatsächlich auch jetzt zu entwickeln. Beantwortet das deine Frage zufriedenstellend? Okay, danke schön. Ja. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Meine Frage ist jetzt weniger grundsätzlicher Natur, aber eben wurden wir ja angehalten, während es eine Folie gezeigt wurde, rauszufinden, welcher Begriff fehlt. Es war der Begriff Humor. Und ich frage mich jetzt, kommt der überhaupt in der neuen Autorität so vor? Ich halte ihn in der Schule für unverzichtbar. Ob die Frage, ob der Humor vorkommt? Ja. Ja. Und zwar momentan personenabhängig, also es gibt keinen vorgeschriebenen Humor. Obwohl das auch schon wieder witzig wäre. Ja, das wäre ja wieder witzig. Nein, nein, aber zum Beispiel ist es ja klug, über Humor nachzudenken und wo sind die Grenzen von Humor. Genau, und welche Art hat jeder an Humor? Auf welche Kosten ist der Humor? Also darüber werden wir sicher sprechen und das ist ganz wichtig. Aber es gibt keine Bücher, wo wir sagen, okay, der müsste so den Witz an der Stelle und die Context Reframe an der Stelle. Meine Frage war eher, wo kommt Humor in der neuen Autorität vor oder kommt er nicht darin vor? Ja, der kommt meist in allen Begegnungen vor, wo Menschen miteinander im Austausch sind. Das kann unter den Erwachsenen sein, in den Netzwerken, aber und hauptsächlich auch von Erwachsenen zu Jugendlichen und am besten, wenn es von den Jugendlichen zu den Erwachsenen geht. Fantastisch. Ja, was den Beziehungsaspekt bedeutet. Also wie gestalte ich Beziehung? Und da ist Humor fantastisch. Und wenn es nicht umkippt in Zynismus und Sarkasmus. Ja. Übrigens ein kurzer Hinweis auf den Wertekanon. Die Personen, die sowieso Humor als pädagogisches Mittel einsetzen, die haben sich nicht davon abhalten lassen, nur weil es den Wertekanon gab, den Humor wegzulassen. Und, also ich möchte noch ergänzen, also für mich steckt der Humor ganz stark in dieser Grundhaltung, in dieser tragischen Grundhaltung drin, die in der neuen Autorität eine große Rolle spielt, nämlich auch diese Idee, dass halt meine Handlung nicht immer von Erfolg gekürt ist, ja, und dass ich letztendlich auch das nicht in der Hand habe, ob jetzt ein Schüler sich so entwickelt, wie ich das gerne oder wie ich das vielleicht für gut halte. Also diese Grundhaltung des Scheiterns auf der einen Seite ist was ganz Wichtiges und für mich steckt da der Humor direkt mit drin, denn das bedeutet für mich auch letzten Endes, dass ich mich selber nicht zu ernst nehmen darf, ja, dass ich, wenn ich mir das zugestehen darf, dass ich auch scheitern darf, dass ich Fehler machen darf, da steckt für mich halt dieser Humor auch direkt mit drin und ich glaube, also wer uns erlebt hat in Seminaren, also ich spreche jetzt von uns als Landesinstitut für präventives Handeln, ich glaube, das ist was unsere Seminare letzten Endes auch auszeichnet, dass wir gerne bereit sind, über uns zu lachen, dass wir auch fehlerfreundlich sind, also auch im Umgang mit uns selber tatsächlich. Und wie gesagt, das ist für mich eng verbunden mit dieser tragischen Grundhaltung, die in der neuen Autorität eine große Rolle spielt. Aber vielleicht ist es auch eine Frage, die mitgenommen werden kann, Workshop Humor in der neuen Autorität. Mal dazu denken, vielleicht kann sich da ja was entwickeln. Ja. Ja, und ich wollte nochmal sagen, dass ich habe ja lange Zeit Theater gemacht. Humor zu etablieren ist deutlich schwieriger als jedes Drama. Also Drama kann fast jeder, Humor ist echt schwierig. Deshalb fand ich das so schön, was du gesagt hast, Stefan, dass man sich um Leichtigkeit und Spaß bemüht, dass das wirklich leichter wird. Und dann der Humor kommt dann auch automatisch, weil der ist nicht verortenbar irgendwie. Das ist halt die Null im System, die kann man irgendwie nicht ankündigen oder das ist irgendwie schwierig. Aber ich finde, dass diese Leichtigkeit, also dass ich als Lehrer meinen pädagogischen Eros nicht verliere und mich nicht in diesem Hamsterrad so, wenn ich in diesem Hamsterrad bin, dann geht der ganze Humor verloren. Das ist diese Leichtigkeit und das finde ich auch eine große Herausforderung für alle pädagogischen Berufe, dass das leicht bleibt und dass mir der Spaß am Unterrichten nicht verloren geht. Das finde ich total. Ja, okay. Als GIW was sagen. diese
Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich meinen Unterricht ändere und eine Beziehung aufbaue zu meinen Schülern, habe ich ganz viel Spaß bei meiner Arbeit. Und das ist für mich auch mit Humor verbunden. Aber dennoch, ich war jetzt auf einer Tagung der Deutschen Schulakademie und da waren Deutschlands beste Schulen vertreten. Und da wurde das auch alles angesprochen, was Sie hier gesagt haben, in der Zeit, wo ich da war. Aber es war immer wieder der Aspekt der Zeit. Und was wünschen Sie sich, um dieses Konzept umzusetzen, an Zeit in den Schulen, damit wir diese Beziehungen aufbauen können? Lange Lehren in Beziehung, das hat ja auch was mit Lehrergesundheit zu tun. Und also der Aspekt Zeit war immer wieder das, ja, das Problem. Und jetzt hätte ich gern von Ihnen mal gewusst, wie viel Zeit man braucht, welche Forderungen wir stellen können als Lehrervertreter bei der Politik. Tja, ich weiß nicht, wer möchte auf die Frage... Na, ich überlege. Ich würde sagen, Sie müssen richtig Gas geben, weil Sie haben nur noch. Das können Sie nicht mehr auf die Politik abwälzen. Ja, Sie müssen ja, voll Gas geben. Ja, aber vielleicht in die Wedding-Schule. Ne? Zeit ist ja ein Konstrukt von uns. Wenn man mal guckt, was passiert in einer Zeit, was alles für Dinge erledigt werden, dann kommt man vielleicht schneller auf die Idee, diese ganzen Dinge, die wir tun, vielleicht machen wir einmal weniger von den Dingen. Ich bin ja auch an verschiedenen Schulen unterwegs und da ist Zeit, genau was Sie sagen, immer wieder die Rückmeldung, wir haben doch keine Zeit. Aber Michael Bohne springt von der engpassfokussierten Strategie. Engpassfokussierte Strategie, also zu verknappen, nicht noch ein Thema, nicht noch ein Ansatz, nicht noch eine Methode. Und was sollen wir denn noch alles tun, sondern zu gucken, was macht uns als Alleinstellungsmerkmal einer Schule so besonders? Und da zu gucken, wie viel, oder anders gesagt, wann ist denn ein Prozess eigentlich abgeschlossen? Was hatte ich ja vorhin gesagt. Und wenn man die Erkenntnis erlangt, dass Schulentwicklung immer stattfindet, dann verbunden mit der Frage, Sie haben gesagt, Sie haben nur noch 3 Jahre, mal Schulleitung zu fragen, welches Erbe wollen Sie denn hinterlassen? Blick auf die Schulleitung. Unsere Schulleitung ist gerade seit mehr als 2 Jahren erkrankt. Die hat es einfach nicht mehr geschafft. Aber die hat dieses Thema, weil sie ein Erbe hinterlassen wollte, an die Schule gebracht. Wir haben auch 3x2 Tage Fortbildung gemacht, wo man sagen könnte, man hat doch nur 2 pädagogische Tage oder Studientage. Sie hat gesagt, mir ist mein Kollegium wichtig. Ich mache das einfach. Da soll jemand mal von der Schulaufsicht kommen. Das ist kein Aufruf zum Regelbruch. Aber sie hat gesagt, wenn Schule sich entwickeln soll, dann muss es auch manchmal einen Weg links und rechts geben. Wir brauchen die Eltern. Wir brauchen die Eltern als Rückgrat, als Unterstützung, weil an dem Tag findet ja dann kein Unterricht statt oder Unterricht reduziert statt. Und sie hat damals schon erkannt, ich muss hier, wenn ich einen Erbe hinterlassen möchte, brauche ich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin und einen Referendar, der ein phänomenaler Typ ist. Das ist übrigens der Philipp Lorenz. Den hat sie schon in die erweiterte Schulleitung mitgenommen. Der ist irgendwann Konrektor gekommen. Dann ist sie ausgestiegen aufgrund von Krankheit. Er ist ins kalte Wasser geschmissen worden. Und er hat dieses Thema nochmal auch im Hinblick der Scham so befeuert und vorangebracht und die Kollegen, die vielleicht schon so ein bisschen abgedriftet sind, die vielleicht auch ein bisschen entnervt waren, neu wieder mit reinholen können. Und das ist so klasse. Eigentlich müsste man einen Termin vereinbaren, zu gucken, so School-to-School-Cooperation. Wir haben ja viele Anfragen Richtung Bachelorarbeit und School to School wirklich sich zusammenzubringen, zu vernetzen, weil die Idee ist es ja nicht, ich zeige dir jetzt, wie es besser geht, sondern ich habe eine Idee, was kannst du davon nutzen, was wir vielleicht umgesetzt haben. Also von daher, ich bin da sehr offen und ansprechbar, auch im Kontakt zu sein, also in Kontakt zu treten. Es gibt viele Modelle, die unterschiedliche Zeitfenster genutzt haben, aber das hat immer mit einer Entscheidung begonnen, damit anzufangen und dann zu sagen, was braucht es. Andreas hat ein Zeitmodell vorgestellt und ich halte das für sehr wirkungsvoll, was Sie hier geplant haben, aber dass man die Zeit zur Verfügung hat, darüber zu denken und das, was sich entwickeln kann. Und gleichzeitig kann man auch beginnen, darüber zu denken, wie teile ich mir meine Zeit an, weil der Tag wird ja nicht kürzer oder länger, nur wenn ich Zeit habe, sondern was mache ich wann, mit welcher Idee, darüber im Austausch zu sein. Also wie du gesagt hast, klein anzufangen, mit kleinen Dingen zu beginnen, da ist schon der Anfang. Aber
diese Entscheidung zu treffen, wie soll dieses Konzept, soll das kommen und in welchem Umfang soll das kommen, um dann die Entscheidung zu treffen, was braucht es dafür, um das umsetzen zu können, dass es nicht zusätzlich erlebt wird. Dann ist es schwierig. Ja, und also ich möchte es nur noch mal unterstreichen, weil ich, also ich glaube, wir haben nie genug Zeit. Ne? Also das heißt nicht, dass ich, also ich glaube auch, es müssten Ressourcen freigemacht werden. Ne? Und ich halte es immer für gut. Wir sind, glaube ich, in einer sehr komfortablen Situation in unserem Land grundsätzlich. Wir sind, weiß ich nicht, die fünftstärkste Wirtschaftsmacht der Welt oder sowas in der Art. Also ich glaube schon, dass wir ein großes Potenzial, dass wir ein großes Potenzial haben in unserem Land. Und ich glaube auch, dass man durchaus Ressourcen freimachen kann und muss, wenn es um dieses hohe Gut Bildung geht. Das ist gar nicht die Frage. Trotzdem glaube ich auch, dass die Zeit niemals reichen wird. Also wenn wir Lehrerinnen, Lehrern viel mehr Zeit geben werden, es wird trotzdem am Ende nicht reichen. Und ich glaube, das können wir direkt sehen, dass das stimmen muss, weil privat kenne ich auch niemanden, der sagt, ja, ich habe genug Zeit. Also ich kenne niemanden, bei dem das so ist. Ich glaube aber auch, dass wir da vielleicht auch wieder so in diesem Denken drin sind. Also wir müssen irgendwie am Ende irgend sowas haben, wo wir sagen, also das ist das Endziel und das, das war jetzt politisch unkorrekte Sprache, das ist das Schlussziel und dann sind wir sozusagen fertig und dann ist unser, dann sind wir beim Erfolg angekommen. Ich glaube, wir werden niemals am Ende sein und es wird immer ein Prozess bleiben. Ja? Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das Letzte zu dieser Zeitkomponente ist, dass die neue Autorität anders wirkt als zum Beispiel die konfrontative Pädagogik. Ja? Also wo man direkt nach Veranstaltungen rausgeht und am nächsten Morgen also wirklich ganz anders vor der Klasse steht. Die neue Autorität, so habe ich es bei mir erlebt, wirkt tiefer, wirkt langsamer, aber also das kann ich jetzt auch von mir sagen, also sie verändert einen wirklich nachhaltiger und langfristiger und das erlebe ich in meinem Handeln. Ich arbeite im Moment ja nicht mit Schülern, sondern mit Erwachsenen. Ich erlebe es also auf professioneller Ebene, ich erlebe es tatsächlich aber auch und da hat es mich tatsächlich überzeugt, ich erlebe es im persönlichen Kontakt mit meiner Familie, im Umgang mit meiner Frau, im Umgang mit meinen Kindern, wo mich die neue Autorität wirklich extrem geprägt und verändert hat und wo ich auch einfach sehr, sehr dankbar bin, ne, dass Tanjew mich damals mitgenommen hat zu Heim-Oma nach München, wo ich auch euch dankbar bin, Bruno und Martin, ne, also wo ich einfach viel, viel gelernt habe. Ja, und ich wünsche allen, dass das halt, dass dieser kleine Funke, der heute vielleicht gelegt ist, dass der auch zu so einer durchgehenden Glut vielleicht wird. Es ist nicht so ein Feuer, sondern es ist so eine Glut, die aber immer da ist tatsächlich bei mir. Ja. Ja, dann würden wir jetzt hier abschließen. Vielen Dank an die Referenten, dass sie sich die Zeit genommen haben und für ihre sehr aufschlussreichen Vorträge. Vielen Dank. Ja, man kann jetzt vielleicht noch im Anschluss ganz kurz noch ergänzen, dass die Zusammenarbeit mit Sühner hier an dieser Stelle noch nicht beendet wird oder beendet ist. Wir sind weiterhin in Kontakt. Du hast die Ausbildung gemacht bei Sühner und ihr werdet uns auch unterstützen auf dem Weg, die neue Autorität hier im Saarland zu verorten und natürlich auch an die Schulen zu bringen. Ganz zum Abschluss haben wir noch eine kurze Übung für Sie. Eine ganz kleine. Wenn Sie jetzt mal in Ihre Mappen schauen, dort finden Sie eine farbige Moderationskarte. Und ich übergebe jetzt nochmal an dich. Ne? Du hast dir als auch Organisator, das muss man jetzt auch mal sagen, du hast dir sehr viel Arbeit und Mühe gemacht, diese Veranstaltung hier ins Leben zu rufen. Ich finde, das ist auch nochmal wirklich einen sehr, sehr großen Applaus wert, Andreas. Vielen Dank an dieser Stelle für diese Arbeit und an der Stelle auch das Wort an dich für die Abschlussaufgabe. Ja, danke schön. Die letzte kleine Aufgabe, weiß nicht, ob es eine Aufgabe ist, es ist eher eine Einladung, einfach jetzt mal nochmal diese Tagung durchzugehen und zu überlegen, was nehme ich denn persönlich mit von dieser Tagung? Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, also was von dem, was ich mitnehme, wird denn als nächstes sozusagen sichtbar werden? Also was wird die nächste kleine Handlung sein, die ich nach dieser Fachtagung unternehmen werde, um Dinge umzusetzen, die mich jetzt heute bewegt haben, die mich beschäftigen,
das kann vielleicht ein Kontakt sein, den ich jetzt neu geknüpft habe und den ich aufleben lassen will. Das kann die Idee sein, vielleicht jetzt in ein bestimmtes Buch reinzugucken. Das kann sein, morgen zur Schulleitung zu gehen und zu sagen, ja, hör mal zu, ich habe da eine neue Idee. Also es kann aber, es kann was ganz Kleines sein, es kann auch was Großes sein. Die Frage ist, was ist der nächste kleine Schritt? Wie geht es weiter nach dieser Fachtagung für mich ganz persönlich? Das bitte aufnotieren auf diese Karte und dann bitte nochmal mit Nachbarn, Nachbarin austauschen, kurz erklären, nochmal verbal, was wird dieser Schritt sein und bitte auf der Karte, wo Sie das notiert haben, eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, die Karten mit dem Partner tauschen und sich gegenseitig bitten, nach einer bestimmten Zeit sich nochmal gegenseitig zu erinnern und nochmal nachzuhören. Wie ist es denn gelaufen? Du hattest doch vor, nach dieser Fachtagung, keine Ahnung, das Buch von Chaim Omer zu lesen. Wie ist es dir damit gegangen? Und sich einfach nochmal gegenseitig daran zu erinnern. Gerne jemanden nehmen, den man sonst im Leben nicht kennt. Wir sind ja auch immer groß interessiert an Vernetzung, an Beziehung. Also suchen Sie sich jemanden raus, den Sie sonst noch nie gesehen haben und tauschen Sie bitte mit diesem Menschen diese Karte aus. Und Sie werden erleben, dass das ein sehr, sehr schönes Erlebnis ist, in 2, 3 oder 4 Wochen nochmal eine Mail oder eine Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht von jemandem zu bekommen und sich einfach auch nochmal an diesen Tag heute zu erinnern und sich gegenseitig nochmal diese Veranstaltung auch in Erinnerung zu rufen. Vielen Dank, Andreas. Nehmen Sie die Gelegenheit bitte wahr. Wir sind jetzt am Ende unserer Fachtagung angekommen. Hier sieht man es nochmal gerade, die einzelnen Punkte. Wir sind aber jetzt wirklich am Ende angekommen. Wir möchten Sie noch bitten, jetzt gleich beim Rausgehen noch den ausgefüllten Evaluationsbogen in die vorgesehene Urne einzuwerfen. Und? Ja, ansonsten, es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen und wir hoffen, dass Sie eine Menge mitnehmen vom heutigen Tag und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Heimfahrt. Wir sagen bis bald, komm gut heim, tschüss.